Hallo, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play, neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Ich grüße euch, Hallöchen. Aerosoft war so nett und hat mir Tramsim München gegeben als Preview-Version, was ich euch heute vorstellen darf. In der Beta-Version, wie ihr unten rechts seht, 0902. Und in der Tat ist es gut, dass das als Beta-Version angegeben ist, denn es ist halt noch eine Beta. Das Spiel kommt Mitte des Monats raus, wenn mich nicht alles täuscht. Der Entwicklungsstand hier ist mir aktuell nicht bekannt, aber zum Release, denke ich mal, wird es schon besser sein, wie es aktuell ist. Nun, Tramsim München ist eine eigenständige Version und hat nichts mit Tramsim Wien zu tun. Also sprich, es ist eine Standalone-Version, eine Vollversion und so weiter und so fort. Wer aber Tramsim Wien hat, bekommt das Spiel irgendwie günstiger. Ja, ich habe es noch so halb in Erinnerung, ne? Davon mal abgesehen. Wir fahren mit unserer Tram in München, wer hätte es gedacht. Wir haben drei Linien zur Auswahl und drei Trams, ja, oder Fahrzeuge eher, so gesagt. Grafik habe ich auf Mittel gestellt. Warum? Performance ist momentan in dem Beta-Ding noch nicht so pralle. Ne, davon mal ganz abgesehen. Ansonsten könnt ihr Audio, Grafik, KI, wie viel KI, Gameplay und Steuerung alles einstellen. Ihr habt Text-Tutorials, ihr habt ein interaktives Tutorial. Ihr könnt euch hier ein bisschen Fahrzeug bla bla angucken. Ihr könnt ein Spiel laden und ihr könnt ein neues Spiel starten. So, es gibt zwei Modis. Es gibt den fortgeschrittenen Modus, beziehungsweise den einfachen und den fortgeschrittenen Modus. Einfacher Modus heißt, es wird die Tram wird euch völlig fertig hingestellt. Ihr müsst sie nicht starten, kein Stromabnehmer, Hauptschalter, bla 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 bla. Es kann zu Ausfällen kommen und so, kann nicht zu Ausfällen kommen und so weiter und so fort. Ne? Es ist einfach. Im fortgeschrittenen Modus, in der Theorie, geht aktuell in der Beta nicht, müsst ihr alles selbstständig machen. Wir haben die volle Kontrolle und wir haben mehr Einstellungsmöglichkeiten. Unter anderem können wir die Wagennummer wählen. Wettermodus und Co. kann man so oder so wählen. Davon mal ganz abgesehen. Wir haben hier Linie 23, Linie 27 und Linie 28. Wir fahren heute in diesem kurzen Video die Linie 23 von Schwabing Nord nach Münchner Freiheit. Ihr seht hier noch erweiterte Optionen. Wir können den Corona-Modus einstellen. Das machen wir dann auch einfach mal. Wir haben automatisches Weichenstellen mit an. Ist jetzt hier dementsprechend angeschaltet. Ich mache es jetzt hier aus. Wir haben Fahrzeug aufrüsten ist aus. Das machen wir auch mal an. Und Signalstörung lassen wir auch mal in dem Sinne bei aus. Und dann haben wir jetzt aktuell Herbst. Ich passe das Ganze jetzt mal hier an meiner realistischen Zeit an. Und zwar starten. So. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, ob das so klappt, wie es klappt. Also ob wir jetzt rüsten müssen oder ob das die Beta momentan jetzt auch nochmal nicht zulässt. Also wie sich das Ganze anhört. Na, obwohl, wir haben noch ein Sümmchen. Das ist sehr gut. Ein Sümmchen ist immer noch sehr, sehr, sehr gut. Naja, wir müssen, erstmal ist es dunkel wie Sau. Das ist sehr schön. Das heißt, wir machen erstmal kurz hier Vollgas. Das haben wir ja momentan nicht. Das ist ja wieder das Ding. Okay, also es ist ein bisschen dunkler, wie ihr seht. Sehr, sehr dunkel, um ehrlich zu sein. Für 17 Uhr ist das, ja. Warte, Moment mal bitte. Wir gehen mal auf 15 Uhr und bestätigen das. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Also schon deutlich, deutlich besser aus. So, wir stehen mal auf. Wie in Trams in Wien können wir uns in unserer Tram rumbewegen und rumlaufen. Ist alles realistisch nachgebaut. Ich war noch nie in München, war noch nie in der Straßenbahn da drinnen, deswegen kann ich es nicht bestätigen. Aber das ist so, ne, die waren da vor Ort, haben sich da Blueprints geben lassen und so weiter und so fort und haben das halt so nachgebaut, wie sie es nachgebaut haben. Wir haben jetzt diesen einen Tram-Typ hier und es gibt natürlich halt, wie gesagt, drei Stück insgesamt. Ja, für alle, die da ihr Hobby da drin sehen und so weiter, die werden ja wissen oder werden wir ja bestätigen oder dementieren können, ob das so ist, wie es ist. So, wir müssen jetzt das ganze Ding erstmal aufrüsten. Es hat funktioniert, ich bin fast beeindruckt. Dafür gehen wir einmal dementsprechend in den Batterieschalter hier rein. Drehen das Ganze rum. Ne? Bip, bip, sehr gut. Nehmen das ganze Ding hier wieder in den Batterieschalter mit raus. Nein. Dankeschön. Eigentlich würde ich das gerne zumachen, aber egal. Gehen das Ganze hier raus. Dann nehmen wir einmal hier rein. Schalten das Ganze hier ein. Machen wir den Stromaufnehmer. Ihr seht jetzt gerade hier im Außenbereich. Ne? Wir haben momentan keinen Strom-Dings draußen. Den werden wir jetzt einmal rausfahren. Nur dann fährt das Ding hier raus. Vorne so wie hinten. Ich meine, man sieht jetzt in dieser wunderschönen Kamera nicht so ganz, aber das geht jetzt nach hinten dementsprechend auch mit rein. Der ganze Schnulli wird dementsprechend hochgefahren. Wir machen den Hauptschalter ein. Dass das Ganze auch noch so passt. Wunderbar.
Dann müssen wir ja noch die Feststellbremse lösen. So, nachdem ich nur erstmal über 3 Millionen Ecken herausfinden musste, was die Linie bzw. was unsere Kursnummer in dem Fall hier ist, weil es ja momentan noch kein Handbuch logischerweise gibt, können wir jetzt dementsprechend ja weitermachen. Wir haben die Kurslinie 23. Ihr seht, das ist auch hier momentan noch alles sehr gut. Wir haben hier die Kurslinie 23.01, ja. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir hier dann irgendwann mal irgendwie irgendwo die 3 treffen. Wie gesagt, das ist gar nicht so einfach. Manchmal geht die 2 nicht, manchmal geht die 3 nicht. Ne, die 6 geht mal wieder. Das ist immer so eine schöne Sache. Mal gerade mal gucken hier. Wo muss ich genau drauf drücken, um auf die 3 zu kommen? Da am hintersten Eck. Sehr gut. Also 23. Serre. Serre und 1. So. Das Ganze geben wir ein. Fahrt wählen. Abfahrtszeit / Ziel. 15:15. Ja, haben wir jetzt aktuell noch nicht so ganz. Das ist aber egal. Richtung Münchner Freiheit. Ne? Jedenfalls gehe ich davon aus, dass wir da jetzt zuerst sind. Das ist die Abfahrtszeit / Ziel. So, dann bestätige ich das Ganze jetzt hier mal. Genau, Münchner Freiheit um das und wir müssen jetzt Schwabing Ring 15:16 Uhr sein. So, damit haben wir nämlich jetzt hier noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir das Ganze nämlich mal hier so auf 14, bestätigen das Ganze. Da geht die Zeit ja nämlich ein bisschen weiter vor. Dann haben wir jetzt nämlich noch 2 Minuten, dass es alles so passt, wie es passt. Und jetzt können wir rein theoretisch hier losfahren. Wir könnten jetzt hier noch Beleuchtung auf Automatik stellen, die Innenraumbeleuchtung auf Automatik, Vorheizen, Vorluft. Brauchen wir theoretisch gesehen nicht. Der Hauptschalter ist EI. Hier können wir größtenteils dann eh nichts weiter einstellen. Die ganzen Buden laufen soweit. Ne? Weil wir ja noch ein bisschen Zeit haben, wir können hier Blinker einstellen. Ne, links. Rechts, wir können im fortgeschrittenen Modus den Weichenschalter stellen, nach links oder nach rechts, ist auch alles kein Problem. Türen können wir manuell öffnen, wir können Haltestellenbremse rein, raus machen, hier können wir nichts weiter machen, Scheibenwischer, Scheiben waschen, bla bla. Wir können diesen IBC-Gerät, so wie ich das jetzt einfach mal nenne, auch Sonderansagen, also ihr habt hier genug, ne, also, ich wär's ja. Bitte stellen Sie Kinderwagen oder sperrige Gegenstände in den vorgesehenen Bereich und sichern Sie sie gegen Umfallen. Ja. Wir haben hier noch ein paar Einstellungen zu treffen. Innensage ein, aus, Nachtanzeige, Schaltung, Sondergrünlichtton, Zielanzeige sperren gewählt, Außenansage. Also manchmal kann man es drücken, manchmal nicht. Ne? Ihr seht, das kann ich hier zum Beispiel machen, Sonderansagen. Manches geht halt in dem Sinne nicht. Notruf kann ich nicht wählen, Sprechwunsch kann ich nicht wählen. Wir können hier Haltestellen, wir können hier melden, Funk, Lautstärke, Funk, Meldung senden. Also manchmal geht es halt nicht. Also einige Dinge haben keine Funktion, aber wir kommen wenigstens in das Menü mit rein. Naja, also da ist mehr als genug Spielereien für alle, die da drauf stehen, durchaus mit vorhanden. So, da wir jetzt die Uhrzeit erreicht haben, würde ich sagen, hauen wir hier noch den Fahrtrichtungswender auf die vorgesehene Dings. Bumm. Und dann kann es hier dementsprechend auch schon losgehen. Müsste zum wenigstens, ne? Dings ist oben, das ist oben. Wir haben hier auf das. Achso, ich habe da die Stellenbremse drin, ne? Ne. Ach, ich habe den. Hoppala. Ja, wieder außerhalb vom Spiegel geklickt, Glück und Statue. Feststellbremse ist noch drin. So, raus damit hier, komm. Na, sag mal. Danke. So, jetzt können wir losfahren. So, das ist jetzt hier ein sinnloser Halt, da müssen wir nicht halten. Das ist einfach nur so just for the lulz. Aber jetzt haben wir das Problem, Schwabing Nord ist das erste. Und das überspringt er jetzt. Was bescheuert ist. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Na, jetzt sagt er das an. Ja. Das ist nämlich jetzt hier, hat er das eh nicht übersprungen und das trägt dann mehr zur Verwirrung und alles bei, aber das schalten wir gleich ja wieder neu frei. So, wir sehen, wir haben einen Rollstuhlfahrer. Wir haben eine Rampe vorne an der ersten Dings. Das zeige ich euch gleich, aber erstmal, wenn das dann in der Vollversion auch noch so ist, macht ihr folgendes. Ihr geht auf Menü, geht auf Haltestellen. Und wählt dann dementsprechend hier das Ding einfach aus und schaltet das um. Na, klarer Fall. So, wir machen jetzt hier die erste Tür auf. Und dann haben wir jetzt hier unten die Steuerung für die Rampe. Das geht auch über die Tasten. Ihr drückt einmal Page Up,
Also, ne, halt, ich muss ja noch die Haltestelle. Also, na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber es geht auch. Wir müssen die Haltestellenbremse drin haben. So, dann drückt er einmal Page up, Page down, so rum. Also Bild runter. Dann fährt das Ding hier Stufe 1. Dann drückt er nochmal. Gedrückt halten, wohl bemerkt, sonst wird das nichts. Dann kullert er hier drauf. Moin Master. So, dann drücken wir das Ganze einmal hier. Drücken wir nochmal hoch. Fertig. Und dann fahren wir das ganze Ding dementsprechend hier wieder ein. Machen hier schon mal Dauer-Dings wieder zu. Sehr schön. Mach die Türe jetzt hier manuell zu. Entsperren den ganzen Spaß wieder. Machen das Ding wieder zu und dann geht's weiter. So. Pünktlichkeit plus 3 Punkte. Ein Wahnsinn. Dann, fast würde ich sagen. Na? Ja, das ist jetzt nicht so ganz Schwabing Nord. Wir sind jetzt schon wieder da. Ah ja? Ja. Genau. Ja. So, kurz mal ein bisschen runterbremsen hier. So, kurz hier ins, kurz Hand hier mal abwarten, kurz so ins Menü. Ach, man, das ist halt momentan, hat das noch eine Macke, aber ja. Ist halt eine Beta, ist kein Problem, stellen wir hier kurz nochmal neu ein. Bestätigen das jetzt hier. So. Dann sollte das jetzt auch so halbwegs hinkriegen. Dass er das so halbwegs rafft, weil wenn nicht, hängen wir hinterher. Das ist nämlich auch nicht gut. Also standardgemäß hängt er vor. Und dann hat er manchmal, ja, jetzt hat er es erkannt, Annie-Albert-Straße ist dann das nächste. Das ist sehr gut, weil manchmal hängt er vor, dann hängt er zurück. Das ist, ja, das ist alles so eine Sache. Das ist alles hier so eine Sache. So, alle drin, alle zu, das freut mir. Zack. Ah ne, halt, warte mal, wir haben noch einen Haltewunsch. Hier wieder der Herr mit dem Dauer öffnen, so, wieder dürf, zu, ran, na. Mensch, Skinner. Ach ne, Dauer öffnen hier, Handstellen. Na, dürfte ich. So, den müssen wir noch aussteigen lassen, ja. Weil dafür haben wir dann das schlaue Zeichen dafür. Das Schöne ist, Beta sei Dank, der kullert jetzt einfach hier runter, ne? Der sagt sich jetzt, ach wohl, nö, hat er es gerafft? Ah, jetzt ist so. Der kullert hier einfach runter. Ne, der muss nicht mal Bodenkontakt haben oder so. Das professioneller Stuntman. Sehr gut, Brett zu, Haltestellenbremse raus. Und jetzt können wir ja dementsprechend Gas geben. Zur nächsten Haltestelle. So weit geht die Linie auch gar nicht, muss man sagen. Also das ist eine sehr kurze Strecke hier. Aber ja, wir fahren einfach mal. Was mir hier aktuell noch ein bisschen fehlt, sind irgendwelche Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder. Hier steht nämlich nirgendwo was da. Ich gehe davon aus, 50. Weil 50 Stadt und so. Ne? Aber offiziell ist da nichts angegeben. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal Fullspeed. Hier vorne kommt dann schon das nächste. So, ihr seht hier die Annie-Albert-Straße. Da sind wir soweit auch noch richtig. Ihr seht, Corona-Modus ist aktiv. Jeder hat eine Maske auf, so wie sich das gehört. So, machen wir einmal den hier. So, da kommen wir uns auch hier von außen. Es gibt jetzt nicht so viele geile Kameras. Wie gesagt, die Kamera ist zum Beispiel komplett verpackt. Aber wir können uns hier drinnen umgucken. Moin, moin, grüßt ihr. Na, die Maske sitzt aber nicht so ganz da, wo sie sitzen sollte, würde ich sagen. Die sind ein paar Meter vorm Mund, ne? So wird das aber nichts mit der, mit der Abschreckung. Aber gut. Sei mal dahingestellt. Wir fahren weiter, haben grünes Licht, weil hier ist eh nicht, ne? Ihr seht doch, das ist momentan noch nicht alles so fertig. Ich weiß nicht, welcher Entwicklungsstand das jetzt hier ist. Ich gedenke aber, das ist dann in der Release-Version deutlich besser. Aber werden wir sehen. So, am Münchner Tor ist das nächste Ding. Hier kommt der Herr Kollege.
letzten 10 Meter, 7 Uhr. Und dann fängt es auch schon gerne mal an hier mit Lecken. Ne, wenn dann das Lecken kommt daher, weil die Spielwelt nachlädt, na, ist dann nicht so pralle. Schwabinger Tour 20. Wir haben 2 Minuten, sind wir jetzt schon mal wieder zu spät hier. Wir müssen echt mal ein bisschen Gas geben. Ja, um die 2 Minuten Verspätung herauszuholen. Wir können ja mal noch eine Sonderansage droppen. Sonderansage. Na. Genau, einfach mal auf die aggressiven Radfahrer achten. Na? So, da sind wir jetzt hier am Schwabinger Tor. Na, das ist dann, hier haben wir dann auch mal erstmalig Verkehr und ihr seht, hier fängt es auch an mit Lecken. Wie gesagt, ich hab's auf Mithell. Ja? Also da müssen auf jeden Fall noch ein paar Performance-Verbesserungen stattfinden. Das ist momentan nicht so. Das ist momentan nicht so pralle. Da muss ich definitiv noch ein bisschen was tun. Wir kriegen auch jedes Mal, wenn Leute ein- und aussteigen, Punkte dafür, was ihr oben rechts seht. Ja, wie gesagt, ich muss hier schon ein bisschen das Ganze so machen. Piep und weiter Gas geben. Beziehungsweise, jetzt haben wir hier vorne erstmal eine wunderschöne Ampel. Aber wir sind angemeldet, dann können wir jetzt schon mal hier einen Blinker setzen. Das geht aktuell noch, ebenfalls in der Version hier. Nicht über die Tastatur, das müssen wir unbedingt mit der Maus machen. Und jetzt werdet ihr sehen, jetzt fängt erstmal eine komplette Leckparade an. Weil hier halt ein paar KI-Autos sind. Das ist halt, wie gesagt, alles andere als schön. So, Pausewahlplatz, das ist so das Richtige hier, wenn ihr es so halbwegs erkannt habt. Wie gesagt, das ist... Das Gelecke hier ist echt nicht geil. Aber gut, das ist so. Und ich weiß, oder ich gedenke, ich weiß auch, woher das kommt. Denn die KI-Fahrer sind nicht der hellsten teilweise. Verursachen Staus und Kollision. Und ich glaube, das bringt die Physik momentan vom Spiel ans absolute Ende. Das müsste halt dann nochmal gefixt werden. So. Hinten ist zu, sehr schön. Jetzt haben wir hier zum Beispiel das Ding, was wichtig ist. Nicht nur vielleicht für euch dann nicht mehr, aber für die lieben Kollegen, die das Spiel auch haben oder die Preview haben und ausspielen wollen. Wenn ihr zum Beispiel auf einfach spielt, deswegen solltet ihr nicht auf einfach spielen, sondern auf fortgeschritten, liebe Kollegen und Kolleginnen, im fortgeschrittenen Modus erstens spielen und zweitens, der wird euch nach rechts lenken. Ihr müsst aber geradeaus, ne? Weil nach rechts, da ist der falsche Weg. Geradeaus, wir fahren jetzt hier. Na, wir fahren nicht geradeaus. Hallo, was ist denn hier los? Stopp! Ja, wollte gerade sagen. Ja, jetzt haben wir hier das Gepiepe, weil Notbremsung ist ja gar kein Problem. Machen wir kurz rückwärts, schmeiße kurz das Ding rein. Ah, Leute, Leute. Nicht nach rechts. Nach rechts will doch nicht. Wir müssen geradeaus. So, bremsen wir ja kurz, kein Problem. So, guten Tag, willkommen zurück zu dieser, naja, sagen wir mal, Situation. Problemlösung, ja, Problemlösung, mehr oder weniger werden wir jetzt sehen, ob die soweit funktioniert, wie sie funktioniert. Problemlösung ist im fortgeschrittenen Modus zu starten, unerweiterte Einstellung und vielleicht dann die kleine, aber große Hoffnung haben, je nachdem. Ob wir hier dementsprechend jetzt gerade auskommen. Ja, das ist die einzige, vielleicht wohl mögliche Lösung. Wir wissen es noch nicht so genau. Ja, wir haben jetzt eh momentan Wartestatus. Jetzt haben wir einen sogenannten F-Status, was auch immer F bedeutet. Und jetzt haben wir Gas. Nee, und jetzt gehen wir mal kurz ein bisschen geradeaus gucken. Ob das Spiel es diesmal mit uns gut meint. Nein, das Spiel meint es wieder mit uns nicht gut. Und jetzt habe ich alle Optionen ausgeschöpft. Ich komme hier nicht geradeaus. Es geht nicht, Jungs. Es geht, also doch, es geht schon. Aber das Spiel will mich gerade einfach nur abnerven. Ich sag's euch so, wie es ist. Es möchte mich einfach nur abnerven. Na? Ich bin die Linie schon mal gefahren. In den gleichen Settings wie gerade eben. Ne? Also wirklich original in den gleichen Settings. Und ich kam geradeaus. Jetzt komme ich nicht mehr geradeaus. Es geht nicht.
Es geht einfach nicht. Ne? Ich kann da machen, was ich will. Ich komme hier absolut nicht geradeaus. Der will mich immer nach rechts schicken und wisst ihr was? Rechts ist die falsche Richtung. Es ist einfach die falsche Richtung. Machen Kopf zu, immer Feierabend, würde ich sagen. Komm, ein Brett auf hier. Immer Feierabend. Also ganz ehrlich, nee du, lass mal gut sein. Lass mal gut sein. Das ist mir, zack, das ist mir zu doof. Also original, das ist mir zu doof. Komm, aussteigen. Mach das Brett auf. Ja, warum geht das scheiß Brett nicht auf? Dankeschön. Leck dir, oh Gott, Gott sei Dank nicht, wie scheiße alles hier, du. Danke. Mach's Brett auf, danke, moin, immer Feierabend. Auto klitscht auch rein, das ist sehr gut. Also, es ist Blödsinn. Es ist kompletter Blödsinn. Ich kann die Scheiße hier, also, wenn ich sie manuell stellen will, brauche ich Level 2 dafür, sehr gut. Ich muss geradeaus, ich muss die Weiche stellen. Manuell geht's nicht, also, manuell geht's nicht, automatisch geht's nicht. Ja, Jungs, wenn ihr mich nicht geradeaus lassen wollt, da kann ich meinen Job nicht machen. Relativ simple Sache, deswegen mache ich Feierabend. Soll für die erste Folge reichen. Das ist mein Ersteindruck. War nicht gut, muss man ehrlicherweise gestehen. Aber gut, ist auch noch eine Beta von mir aus. Aber ganz ehrlich, hier geht es erst dann weiter, wenn ich hier geradeaus fahren kann. Und zwar ohne irgendwelchen Blödsinn. Deswegen, in dem Sinne, reingehauen. Ich warte jetzt auf den nächsten. Nee, ich muss hier rüber. Alter, das leckt wie Scheiße hier. So, ich warte jetzt, bis der Kollege kommt. Mensch, jetzt genau. Tschüssikowski, GG.